erstmal auf diese Messe. Ich muss schon sagen, gestern war auch nicht was los. Ich habe von der International Sport Shooting Federation den Auftrag bekommen, einen Entwicklungsplan für eine neue Sportart auf der Basis des bekannten Sommerbiathlons, aber mit Laserschießen für die ganz Jungen ab 8 Jahren zu entwickeln. Und zwar möchte ich hier an der Messe die Jugendlichen befragen, welche Sportart sie am liebsten kombiniert sehen wollen, ob Skaten und Laserschießen, ob Biken und Laserschießen, ob Schwimmen und Laserschießen oder das traditionelle Laufen. Und da haben wir extra einen Ergometer zur Verfügung gestellt. Da können Sie 1000 Meter auf dem Bike abspulen und dann anschließend schießen oder 400 Meter auf einem Laufband absolvieren und dann anschließend schießen, um die Bedingungen zu simulieren wie an einem echten Biathlon. Das hört sich sehr interessant an. Wie ist denn der Trend hier auf der Messe bisher? 2 Tage sind rum. Wie sieht es aus? Erstaunlicherweise haben viele Schwimmen angekreuzt, liegt im Moment an 4. Stelle. Ganz knapp führt Inlineskaten vor Biken, aber auch das traditionelle Laufen ist noch nicht abgeschlagen und ich bin gespannt, wie es am Ende der Messe aussehen wird, welche Sportart oder welche 2 Sportarten, die wir dann forcieren wollen, sich am Schluss an der Ranglistenspitze etablieren. Jetzt haben wir gehört, du willst im nächsten Jahr dann einen großen Wettkampf veranstalten, wo das Ganze dann nochmal richtig getestet werden soll mit mehreren Teilnehmern. Wie viele Teilnehmer rechnest du und wann ist der Termin dafür? Weil das würde die Leute im Internet sicher interessieren. Also der Termin ist der 13. Mai 2006. Wir haben provisorisch eine Bike, eine Inline und eine Laufstrecke und selbstverständlich das Hallenbad reserviert. Ich denke, so wie es ausschaut, rechnen wir sicher mit 200 bis 300 Teilnehmern zum Start. Und dann geben wir den Jugendlichen über den Winter hindurch die Möglichkeit, sich im Laserschießen zu trainieren. Und dann sollen sie sich vorbereiten. Und dann sind wir gespannt, wie sie sich dann für diese Kombinationssportart entwickeln. Hier in Nervitz kann man tatsächlich auch Laserschießen, auch in den nächsten Tagen, wenn die Messe vorbei ist. Wo melden sich die Leute? Wo sollen sie hinkommen? Die Leute sollen sich bei mir melden, www.sgu.ch und wir werden dann an verschiedenen Samstagnachmittagen Trainingsveranstaltungen durchführen, die kostenlos sind. Dann wünschen wir viel Erfolg und hoffen, uns nächstes Jahr wiederzusehen. Danke, es macht mir riesen Spaß, den Aufwand, die Firma Anschütz betrieben hat und die Ergebnisse, die Jugendlichen mit Begeisterung honorieren.